Oh? Fragezeichen? Ach so, nein, ich meine... Fragezeichen? Wer sich wundert, was ich meine... Was zum Henker ist das? Das ist also mit kleineren Textkorrekturen gemeint. Ich zeige jetzt kurz mal, welche Eier es gleich gibt. 7 5er Eier live. Danach werde ich über das aktuelle Update sprechen. Da gibt es anscheinend ein paar Fehler. GPS Drift, Generation 2, meine Meinung und so weiter und so fort. Also ein kleiner... Als Anknüpfen an das gestrige Video sozusagen. Und ich öffne das mal. Vielleicht ist ja ein Togepi dabei, das wäre ganz fein. Ein paar andere Dinge sind mir ebenfalls aufgefallen, die ich gleich noch bequatschen werde. Ein männliches Nidoran. Um Geschlechter geht es auch noch gleich. Aber ernsthaft, was ist das? Ohne Witz, das regt mich richtig auf, obwohl es nur ein Buchstabe ist, der geändert wurde. Soll das Deutsch sein? E? Vor allem, wie spricht man das aus? Also, oh, nicht Deutsch war. Oh, das Io, Fukano. Das kann man doch auf Deutsch sagen, so. Oh. Ich habe noch niemanden gehört, der E gesagt hat oder oder das würde man mit Umlaut A übrigens schreiben. Oder vielleicht spricht man es ja ganz anders aus. Hallo Abra. Vielleicht so oder ein Ei geht auf. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Aber alles andere hätte besser gepasst als dieser Mist. Vielleicht sogar A oder also Umlaut A. HHM oder RM oder Fragezeichen. Was ist E? Ich komme drauf nicht klar. Ich verstehe es nicht. Niantic, dafür habt ihr 4 Monate benötigt. Sorry, und mit 4 Monaten meine ich natürlich 4 Wochen. Aber egal. Genug erstmal dazu. Ich habe diese Eier ausgebrütet und mir sind ein paar Änderungen schon mal aufgefallen mit einem Nebu zu dem Lack. Nummer 1, das finde ich interessant, weil ich erst neulich von Maps und so gesprochen habe. Die Karten sehen teilweise anders aus. Hallo Menki, die Karten sehen anders aus. Es gibt nun Grünflächen bei mir, wo früher keine Grünflächen sind und es sind Gebäude eingezeichnet, die früher noch nicht eingezeichnet waren. Muss man mal drauf achten. Aber ansonsten jetzt so Eier ausbrüten mäßig, ab und zu, wenn ich zu Hause bin, driftet mein Charakter noch immer weg. Und da habe ich dann ganz normal 100 Meter mal dazugezählt bekommen. Also ich kann nicht so ganz noch nachvollziehen und habe auch im Internet noch nichts dazu gelesen, was damit jetzt gemeint war im letzten Update. So, jetzt habe ich hier noch 2 10 Kilometer Eier und den Rest kann ich wieder sammeln. Was ich lustig finde, während ich gerade hier zu Pikachu scrolle, die ganzen Spieleportale haben mal wieder keine Ahnung. Die berichten so, nerviger GPS-Fehler wurde endlich behoben. Leute, seid ihr noch bei Trost? Das war kein nerviger Fehler. Hier ist er übrigens. Liebe Journalisten, unter Anführungszeichen, das war kein Fehler, sondern das war was Gutes für uns Spieler, wenn wir Kilometer bekommen haben, ohne sie zu laufen, aber egal. So, das ist ein männliches Pikachu. Und jetzt scrolle ich mal weiter. Ich muss nämlich bestimmt irgendwo... What, habe ich kein einziges weibliches? Ist es euer Ernst? Ich muss zugeben, ich habe noch nicht nachgesehen, aber wenn der Schweif hier hinten ein bisschen herzförmig ist, dann hat man ein weibliches Pikachu. Hä? Ich habe das Update gemacht. Was? Das ist gerade echt seltsam. Niemals habe ich kein einziges weibliches. Was ist denn da schon wieder los? Weil all diese Formen und so, die sind auch für Incognito wichtig, für die Zukunft und für Shiny-Formen. Das überrascht mich gerade. Ich habe vorab nicht nachgesehen. Ich habe das Update eben erst durchgeführt, weil es auch für iOS jetzt verfügbar wurde. Und ich dachte, ich habe da ganz bestimmt schon ein weibliches. Bei Raichu... Ach komm. Bei Raichu würde man es ebenfalls gleich erkennen. Ich hatte mal ein weibliches. Das hat dann keinen spitzen Zacken sozusagen am Ende, sondern der ist abgeflacht. Das finde ich gerade sehr verwunderlich. Aber egal, ist ja jetzt nicht so wichtig. Tut nichts zur Sache, aber trotzdem. Hä? Dann, wenn ich schon hier live bin und Fukano aus einem Ei bekommen habe, gibt es ein Level-Up bei meinem 100%igen Akani. So, die Sache ist mal gegessen. 2717 ist es damit. Ein Level-Up noch und es überholt sogar mein Lapras. Sauber. Und zu guter Letzt nur ganz schnell, für die, die es interessiert, das ist mein aktueller Zwischenstand am Weg zu Level 38. Und hier mein Relaxo hat schon bereits genauso viel zum Thema GPS-Fehler wurde behoben. Gut, und jetzt noch ein bisschen nachkommentiertes Gameplay, während ich labere. Und Kommentare zeigen möchte, weil viele Leute überraschenderweise für mich geschrieben haben, dass die App nicht funktioniert bei ihnen, seit
sie das Update durchgeführt haben, habe ich sogar auf Reddit gelesen. Ich frage mich zwar, was der Auslöser ist, ich habe da leider keine Lösung. Es gibt jedoch die Möglichkeit, dass man sich jederzeit als Android-User das alte sogenannte APK-File aus dem Internet raussucht. Das heißt, dass man wieder ein Downgrade macht auf das alte Update, dann sollte es laufen. Allerdings bin ich mir sicher, dass dann Niantic schon sagt, ach, ein Update ist verfügbar, ihr müsst jetzt upgraden, sonst dürft ihr nicht weiterzocken. Das kann definitiv sein und wenn das der Fall ist, dann ist das auch ein gutes Indiz dafür, dass sie vielleicht irgendein Update echt schon demnächst pushen und was raushauen möchten. Denn ich bin mir sicher, bevor, sagen wir mal, irgendwas kommt wie Generation 2 oder Shiny oder ein neues Feature, dass sie vorher sozusagen mal ein gezwungenes Update für alle machen müssen. So eine Meldung, die kennt man ja, bitte führe ein Update durch, um fortfahren zu können. Also, wie gesagt, da gibt es leider keine Lösung, außer altes File runterladen und iOS-User, keine Ahnung, man muss hoffen, dass da vielleicht ein Hotfix kommt, denn ich glaube, der Spieler hat keine Schuld, also man kann nichts machen in den Einstellungen oder irgendwas ändern. Das Einzige, was natürlich helfen könnte, App komplett deinstallieren und erneut draufladen, aber ansonsten, ja. Dann habe ich es mit Absicht ein bisschen provoziert, so den GPS-Drift, und ich muss sagen, alles wie gehabt, der driftet, der Charakter driftet noch immer, das habe ich ebenfalls in einem Kommentar gelesen, da meinte einer so, er driftet so gut wie noch nie zuvor, sozusagen. Nur, eventuell, wenn man wirklich krass driftet, dann bekommt man die Meter nicht mehr, so wie ich das verstanden habe, aber ansonsten, es ist jetzt keine große Änderung in dieser Hinsicht, vielleicht werden eben die Distanzen ein bisschen anders bemessen, aber so was grundlegend Negatives konnte ich nicht feststellen. Also diese 5 Kilometer Eier, die konnte ich so schnell ausbrüten, wie ganz normal. Wie immer, wie eh und je, wie eh, Fragezeichen, und je. Sorry, nein, ernsthaft, was soll das? Ich dachte, das ist vielleicht, ich habe das gelesen, dass das in anderen Sprachen geändert wurde. Und es stand ja auch kleinere Textbehebungen, aber ich dachte vielleicht auf Spanisch, sagt man da nicht so oder irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht auf Deutsch. Ich habe noch nie EH-Fragezeichen gelesen, nirgendwo. Egal, genau. Und bezüglich Pikachu, das wollte ich nochmal zeigen, weil es muss ja irgendwann mal fast alle, es gibt nicht alle, da gibt es Ausnahmen, Pokémon in männlich und weiblich geben, wenn sie die Generation 2 wirklich so gut einführen wollen, wegen dem Zucht-Feature. Das gibt es ja ebenfalls und genau, da zum Beispiel das mit den Weihnachtsmützen waren schon Formen wie jetzt auch für Incognito bzw. für Shiny-Pokémon. Da könnte man ja einfach 1:1 dann so implementieren, ein Taubsi mit Weihnachtsmütze ist ein Shiny. Also machen sie anstelle der Weihnachtsmütze einfach ein Shiny-Pokémon, das ist ja rein technisch gesehen schon möglich dann. Nur, ja, die Items fehlen noch, das habe ich ja schon gesagt. Aber ansonsten wäre das Game dann echt schon fast ready für die zweite Generation. Ich will das aber nicht hypen, deshalb habe ich auch mein Video nicht genannt. Generation 2 kommt, Fragezeichen, Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen, Incognito, Rufzeichen, Fragezeichen, Mewtwo fast gefangen. Denn das hatten wir ja alles schon mal, diesen Hype, und dann war jeder enttäuscht, weil man lediglich Togepi, Pichu und Kokage bekommen hat. Und da will ich nicht auch noch Öl ins Feuer von Niantic kippen, denn die haben Besseres zu tun, die müssen Fragezeichen ausbessern. Und das ist sehr anstrengend. Da kann ich verstehen, dass man eine 80-Mann-Firma dafür benötigt. Nein, Quatsch, ich mache natürlich nur Spaß. Ich hoffe, das weiß man auch. Die arbeiten ja an was. Das sieht man im Code, im letzten Video, was ich alles vorgestellt habe. Das ist nicht so einfach zu programmieren, sodass es keine Fehler gibt. Und deshalb, das war bestimmt nur eine Person, die eben für diese Texte zuständig ist. Ja, wer Vorschläge hat, ey, vielleicht im nächsten Video blende ich da ein paar Kommentare ein, was dieses EH-Fragezeichen sein soll. Oder ob ich einfach nur, weil ich vielleicht auch aus Österreich komme, da einen richtig bekannten Trend oder einen bekannten Ausspruch, Satz, wie auch immer, einfach nicht kenne. Aber ich habe in 25 Jahren noch niemanden gehört, der E-Fragezeichen gesagt hat. Keine Ahnung, also wenn ich jemandem sage so, hey, weißt du, gestern habe ich Relaxo gefangen, dann antwortet er schon mal, oh, cool, aber nicht E?
Ich komme nicht drauf klar, es tut mir leid. Okay. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich wollte noch was sagen, oder? Ach ja, genau. Es kursiert jetzt wieder ein Fehler. Den gab es zwar schon sehr lange. Ich habe das auch mal in einem Video angerissen und gesagt, dass ich den wahrscheinlich nicht nutzen werde. Ich werde ihn jetzt nicht erklären. Wenn man möchte, findet man ihn. Ich würde davon abraten. Man kann Pokémon eine halbe Stufe höher als aktuell beabsichtigt leveln. Und das ist ein Bug und Bug-Using ist verboten. Und wenn jemand dann ein, sagen wir mal, ein Dragoran in der Arena sieht, welches mehr Wettkampfpunkte hat, als eigentlich aktuell möglich sind, um 20 Wettkampfpunkte mehr so in etwa, dann kann man reported werden und dann bannt Niantic auch. Ich will da niemandem Angst machen, der das verwendet hat, aber ich muss sagen, ich bin noch hin und her gerissen, das selbst zu verwenden. Ich weiß nicht, ich will auch nicht den Ritter in weißer Weste spielen so, aber das ist schon ein Fehler, den ich ziemlich krass finde, wenn man ein Pokémon noch einmal upgraden kann, obwohl das eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und wie gesagt, wenn ich ein paar Hater habe so und die sehen dann, oh, der hat einen Dragoran, Wettkampfpunkte 3550, es sollte ja 3530 das Maximum sein, reported und dann kommt Niantic mit dem Bannhammer und dann ist mein Account schneller weg, als ich Fragezeichen sagen kann. Von daher, ich muss noch drüber nachdenken, muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen. Das bequatsche ich aber vielleicht noch in einem extra Video. Für jetzt war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.